musst sie aufhalten. Stufe sie als Bedrohung ein. Irgendwas. Yep. Das geht schon viel zu lange. Ich hab's kapiert, Mary. Schon die ersten verdammten 100 Mal. Wenn's so wäre, wären wir nicht hier, oder? Was ist denn los? Was? Verschwörung? Und wieso sehe ich dunkler aus? Hey, Ray, kannst du den Scheiß löschen? Ja, aber diesmal wird es nicht ganz so einfach. Das Arschloch hat dich zum Bundesproblem erklärt. Willkommen im Club, amigo. Ja, das wollte er von Anfang an, oder? Uns als Schreckgespenst hinstellen, das Silicon Valley terrorisiert. Dushan verspricht Sicherheit mit CTOS und dem Satelliten-Backbone und bam, sofort sind alle mit dabei. Ja, jetzt hat Bloom Zugriff auf all die gesammelten Daten und füttert Bellwether damit. Shit, damit ist ihr Netz sogar noch enger als das der NSA. Mann, ich wette, die NSA wird sehr bald mit Bloom ins Bett steigen wollen. Die NSA wird anderen Unternehmen raten, für Bloom die Beine breit zu machen. Ah, ich muss das machen, ich kann hier nicht rumsitzen. Ach, niemals! Das ist genau das, was Dushan will. Abgesehen davon hast du schon echte Schwerstarbeit geleistet. Zeit, dir ein wenig unter die Arme zu greifen. Okay. Okay, ihr geht da raus, Leute. Ich sorge für die Logistik. Dann packen wir es an. Hey, du guckst mich schon wieder so an. Alles okay? Markus steckt in ernsten Schwierigkeiten. Ja, ich will ihm ja helfen. Ich bin ja nicht der Böse, Sitara. Kapiert. Okay? Aber wir benutzen uns nicht, wie Primate und Silicon Valley. Bei euch alles gut da drüben? Ja, alles cool. Ja, alles gut. Was kann ich machen? Hilf du, Marcus. Verdammt richtig. Das ist Andrew Novak, Dushans Assistent. Arme Sau. Er hat geheime Firmendaten für seine große Liebe geklaut. Mary Catskill. Die CEO? Dumme Sau. Ich hacke seinen Laptop, nutze seine Backdoor aus und hole uns von Blooms privatem Cluster den Code, den wir brauchen. Aber dafür muss ich mir zuerst die Beine vertreten. Yo, Marcus, spiel mal was Schönes für mich. Ich muss einen Weg darauf finden, um den lokalen CTOS-Router zu unterbrechen. Verdammt. Für den eigenen Schutz ist Bloom kein Aufwand zu groß. Thank you.
Na bitte. Und ich bin drin. Wenn er es rauskriegt, kann ich den Job vergessen. Was ist dein geringstes Problem, Schatz? Dushan wird deine Familie aufspüren und sie auch feuern lassen. Er steht da auf die Auge-um-Auge-Nummer. Scheiße, das hilft mir nicht! Andrew, meine Tür ist immer offen, das weißt du. Ich will nicht ewig Assistent bleiben, Mary. Nein, Schatz. Nicht als mein Assistent. Du hast Dushan betrogen. Für dich! Die Rechts- und Personalabteilung würde dich nie einstellen. Der Prozess wäre nur eine Frage der Zeit. Ich hab den Zugangscode. Wrench, du bist. Wie fändest du es, Blooms Backup-Datenfarm zu suchen und zu schrotten? Du kannst so viel kaputt machen, wie du willst. Das Ding hier zieht viel zu viel Strom, Hombre. Und es liegt vor Blooms Haustür. Also lass die Muskeln spielen! Zerstör die Backup-Server, sonst starten sie einfach eine frühere Version der Daten, die wir löschen wollen. Wie fändest du es, Blooms Backup-Datenfarm zu suchen und zu schrotten? Du kannst so viel kaputt machen, wie du willst. Das Ding hier zieht viel zu viel Strom, Hombre. Und es liegt vor Blooms Haustür. Also lass die Muskeln spielen! Zerstör die Backup-Server, sonst starten sie einfach eine frühere Version der Daten, die wir löschen wollen. Geben Sie auf! Wie fändest du es, Blooms Backup-Datenfarm zu suchen und zu schrotten? Du kannst so viel kaputt machen.
fändest du es, Blooms Backup-Datenfarm zu suchen und zu... Wie fändest du es, Blooms Bett? Wie man das wohl freischaltet? Ich mach schon. Halt du die Augen offen. Seht euch um! Thank you.
Hey, Marcus. Findest du, der Raum hier ist klein? Mann, ich bin nicht da. Yep, ich finde ihn auch klein. Hast du die Backup-Server? Mann, ich hab Blooms Kämmerchen entdeckt. Die Backup-Server und den Campus-Generator. Zum Glück habe ich genug dabei. Marcus, ich kam. Ich sah, ich jagte in die Luft. Ich kam wieder. Josh, wie sieht's aus? Im Moment wandern 73 Marcus Holloways herum und wir spammen noch mehr. Ich drucke hier Unmengen Your-Me-Masken mit deinem Gesicht. Die CTOS-Gesichtserkennung wird komplett durchdrehen. Jetzt kannst du dich frei bewegen. Leute, gute Arbeit. Ich schicke euch den Zugangscode. Duschans Assistent weiß nicht, dass er gehackt wurde. Es wird alles nach Plan laufen. Wenn du am Airgap-Computer von Bloom bist, überträgst du alles über Handy und schickst die Infos zurück ans Mutterschiff. Viel Glück, Cowboy. Get the game on lock like we changed the key. Was? Danny Brown. Wer? Mann, Banausen. Oh shit, Ray. Du musst sie unbedingt daran hindern, Duschans zu fahren. Hast du eine Idee? Ich hack den Campus-Router und ändere ihr Passwort. Das sperrt ihr WLAN für jeden anderen außer uns. Auf in den Kampf. Ich halte die Augen offen. Thank you.
Eine erledigt. Finde den nächsten. Noch ein Router hinüber. Das war's, sie sind abgeschnitten. Genau wie du, Sean. Bei dir alles okay, Ray? Alles bestens. Mach dir keine Sorgen. Such einfach einen Weg runter. Euch auf!
Ich warte draußen mit dem Wagen. Bist du sicher? Ja. Schwer angepisst, dass ich nicht drin bin bei dir, aber in Sicherheit. Ich weiß, Mann. Ich nähere mich dem Airgap-Computer. Ich bin durch die Tür. Und ich habe die Sitze aufgewärmt. Ich wäre dann soweit. Ray, im Ernst, das hier müsstest du sehen. Mann, erzähl mir das nicht. Du brichst mir das Herz. Das Herz. Mann, letztes Mal hat mich Dushan Nemec erwischt. Er ist nicht da, vertrau mir. Was eine verfluchte Schande ist. Ja, ich klopfe trotzdem auf Holz. Etwas beunruhigend, dass hier keine Wachen sind. Ich nutze Joshs Admin-Zertifikat, um ins Innerste zu kommen. Kriegt ihr was mit, Leute? Wir haben Zugriff zum Airgap-Computer. Er ist nicht mehr entkoppelt. Der Download ist gestartet. Alarm wegen eines möglichen Ziels in Ihrer Nähe. Over. Wir haben einen Hack. Finden Sie sofort heraus, was da vorgeht. Ein Alarm wurde ausgelöst. Agenten sind unterwegs. Scheiße, das hat ihm gar nicht gefallen. Pass auf dich auf, Amigo. Du hast es noch nicht geschafft. Ja, ich weiß. Ich kriege Besuch. Ich bin beim Aufzug. Der Motor schnurrt. Citara, wir kommen zurück, aber Ray und ich müssen noch woanders hin. Du bist wieder unsichtbar. Danke. Ich komme jetzt raus, Ray. Machen wir Schluss. Thank you.
Was geht, Homie? Marcus? Ich muss zugeben, ich kapier nicht, wieso ihr herkommt, aber... Oh, halt. Halt. Das ist doch nicht irgend so ein Macho-Blödsinn, oder? Ach, würdest du uns dann aufhalten? Was, dich und Steinzeit Junior? Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, sogar besser als in Vegas. Steinzeit Junior hier ist... Ich kenne dieses Fossil. Ich war bis zu den Schultern in Ray Kennys Hirn. Hab seinen Code durchwühlt, aufgepäppelt und überschrieben. Aber eins muss ich dir lassen. Für einen Neandertaler wie dich war der Ansatz nicht schlecht. Chapeau, mein Freund. Ist nicht nötig, dass dir wegen mir gleich einer abgeht, Dushan. Das hier ist nicht unbedingt ein Rendezvous, weißt du. Es ist ja ein... Wie hast du gesagt? Einmal ficken, weiterschicken war der Ausdruck. Ja, das. Genau. Tja, dann. Ich schieb gern mal eine schnelle Nummer, aber... Warum seid ihr hier? Mann, das könnte echt wichtig sein. Lass mich dir was erzählen. Unsere Story. Alle deine Vergehen, es weiß jeder Bescheid. Verrat an der Öffentlichkeit, Manipulation des Aktienmarkts, die Lügen, der Betrug. Und scheiß Bellwether. Einfach alles. Du blöfst. Wer wird dran sein, wenn du dieses Mal abnimmst? Vielleicht Blum, die dich allein vor das Erschießungskommando schicken. Vielleicht dein Anwalt, der dir sagt, dass es keinen Ausweg gibt. Vielleicht auch nur ein Telefonverkäufer. Du solltest diesmal wirklich rangehen. Egal, wer es ist. Du hast das letzte Mal Leute verarscht. Dushan Nemec, Sie sind verhaftet. Hände auf den Rücken. Finger verschränken. Sofort. Dushan Nemec, Sie haben das Recht zu schweigen. Es ist ein Schalter für eure Angst, die Angst vor dem anderen. Sie wollen euch isolieren. Man nennt das Teilen und Herrschen. Sie haben euch glauben lassen, ihr hättet genau das gewollt. Ihr unter Kontrolle bleibt und unwissend. Sie haben euch mit CTOS ausspioniert, um euer Verhalten vorauszusagen und euch zu manipulieren. Sie haben gelogen. Und wir haben euch versprochen, die Wahrheit zu zeigen. Wir haben euch eingeladen und ihr kamt. Ihr habt gemeinsam gesagt, uns lügt keiner mehr an. Uns macht keiner Angst. Uns bringt keiner zum Schweigen. Gute Arbeit. Danke. Okay. Mal sehen, wie die Welt aussieht, wenn wir keine Angst haben, zusammenzuhalten. San Franciscos Hacktivistenzelle DedSec hat mutmaßlich den bisher größten Skandal von Silicon Valley aufgedeckt. Die Hackergruppe legte Beweise vor, dass Blums technischer Direktor Dushan Nemec seinen Zugriff auf CTOS-Daten für eigene finanzielle und politische Zwecke missbraucht hat. Er wurde verhaftet und muss sich wegen mehrfachen Betrugs vor Gericht verantworten.
Seine Konten wurden zwischenzeitlich eingefroren. Blooms PR-Sprecherin Charlotte Gardner gab an, dass die Firma schockiert sei, die Sache untersuchen wolle und mit den Behörden kooperiere. Die von DedSec vorgelegten Beweise könnten Nemec für lange Zeit hinter Gitter bringen.